So Leute, war ja da jetzt auch schon. Biopuzzle Skydog 19. Munitionsrefill Type 2. Gut, machen wir jetzt Munition. Was ist das? Ich habe anscheinend zwei neue. Wir wollen Sensor, okay, das klingt gut. Pusher. Also er war drückt. Conduit. Sonst nichts. Okay, also ich kann hier anscheinend, wenn da was davor kommt von dem Sensor und die verbunden sind, drückt er trotzdem. Okay, warum nicht? Wo ist hier ein Level? Jun. Okay, ist hier wieder. Wow. Ich darf nicht fliegen? Nicht zu sein. Okay. Oh, gut. Deswegen auch den Pusher wahrscheinlich, damit wir hier weiterbauen können. Denke ich mir mal. Weil das kann ich hier nicht ändern. Habe ich gerade probiert. Mit Q und ja, das heißt, ich werde wahrscheinlich hier erstmal einen Block zur Stabilität bauen müssen. Dann muss, glaube ich, hier, ja genau so, der drückt da. Und wo mache ich jetzt den Sensor? Ich denke mal, der gibt ein Signal, wenn da ein Block ist. Das ist aber eine Blöde. Ich denke mal, das muss ich so verbinden. So, und kann ich den nach unten? Oder ist der Sensor allgegenwärtig? Was heißt allgegenwärtig? Überall. Der war nicht schlecht. Okay, der Sensor hat anscheinend überall Seiten. Das funktioniert. Das funktioniert. Also der Sensor gibt wirklich dann ein Signal aus. Ist ja auch eigentlich logisch, deswegen habe ich es mal angenommen. Wenn... Ist egal. Also wenn das Signal, wenn der Block wirklich da ist. Und ich denke mal auch alle Seiten nimmt er an. Also das war schon mal nicht schlecht. Man merkt, es wird schon... Was habe ich denn hier? Sensor ist nochmal erklärt. Sensor use reflect. Deleted, okay. Also er erkennt halt die Präsenz eines Blocks. Also ob ein Block da ist. Wenn ja, dann kann er ein Signal über Conduits zu anderen Pushern oder irgendwas anderes weitergeben, dass die dann aktivieren sollen. Beide Varianten sind davon verfügbar. Okay, das ist nicht schlecht. Pusher haben wir ja gerade gesehen. Was kann er machen? Pusher a simple type of... Also... Actuator, also irgendwas, was interagiert oder agiert. Die extenden, also erweitern sich oder... Was heißt... Die hat man ja gesehen, die drücken Block weg, wenn der ein Signal bekommt. Die sind halt stärker als so ein Conduit und deswegen kann man die da auch runter zum Beispiel drücken. Keine Ahnung, irgendwas hier mit The Arms of Poshers are coded with a special material that absorbs and makes them invisible to sensors. Keine Ahnung, was das sein soll. Also ich glaube, die hier sind mit Sensor irgendwie so, nehme ich es da draußen, mit irgendwas beschichtet, dass der Sensor das nicht erkennt. Ja, die Leitung gibt halt weiter. Oh, mit mehreren. Carry Data, Power und sonst irgendwas. Na gut, also warum nicht? Wir machen mal weiter. Ich will mich hier nicht so lange mit den Dingern. Puzzle. Munition Refill Type 6. Ja, machen wir das. Ist ja das nächste, oder ja? Eine Figur, okay. Dann mute ich mich gleich wieder. Okay, Moment. Oh, wow. What is that? This must be some sort of shipyard. It's amazing. There are tons of ships here.
Those little ones docking with that carrier? They must be shuttles or fighters. And oh, that one looks like a missile cruiser. Wow, this is a pretty serious armada. I wonder who they're fighting. Okay, jetzt hat sie anscheinend die Schiffe beschrieben, oder das Schiff hier zumindest. Das ist für sie ein Missile, also Raketenschiff. Okay, das nicht. Also wir haben hier schon mal einen Ausgang. Das müssen wir jetzt verteilen. Ein Eingang, drei Ausgänge. In jeden müssen 10 rein. Ich denke mir, hier kommt bloß ein einziges Paket. Okay, das heißt, wir müssen es aufteilen. Logik, jetzt kommt die Logik mit rein. Okay, also zuerst. Zuerst würde ich sagen, machen wir einen Sensor. Ist gerade was mir gerade zum Kopf gekommen ist, hier hinten. Der Pusher muss ja nicht gleich da sein. In welchen Abstand kommen die? Obwohl, dann wäre eigentlich. Wir müssen mal gucken. Weil da gibt es hier irgendwelche Signale. Okay. Jetzt wäre er aktiv. Das heißt, jetzt hätte er den hier eventuell geschubst, hätte ich dir gesagt. Okay, nein, mach mal eine neue Stadt. Wär's dann mal so. Das heißt, die müssen ja eh schon mal bis 3 gezählt werden. Einer, zweite, dritte. Wenn sie zu dritt sind, dann. Also hier vorne kann ich erstmal blocken. Weil nach vorne kann ich das nicht schieben. Obwohl, ich kann einen immer geradeaus gehen lassen. Das können wir so machen. Und wenn hier ein Block ist, 5. Wenn hier einer ist, dann soll doch bitte. Ne, ich denke mal, der muss auch wieder gestützt werden. Die 6. Runtergedrückt werden. Ja, dann müssen wir es anders machen, so wie ich es mir gerade geplant habe. Also der soll ja den mittleren darstellen. Das heißt, der muss bis hier hin. Also hier. Nur mal gucken, ob das passt. Ja, das passt. Also dann würde ich das doch gleich hier machen. Der fällt dann da nämlich runter. Das heißt, hier ein. Hier ein. Das heißt, der erste kommt, wartet da. Der zweite kommt, wartet da. Wenn der dritte, nein. Muss so gemacht werden. Vierte. Bei 5 Sensor. 6 haben wir dann. Hier lang wird runtergedrückt. Und dann. Darunter halt. Okay, nee, geht sogar noch weiter. Das habe ich gerade gar nicht gesehen. Nee, ist blöde. Aber ich denke mal, wenn ich jetzt hier runter gehe, bin ich ein zu weit. Okay, nicht da, sondern da. Kann das weg. Also wenn da einer ist, wird der da schon mal runtergedrückt. Er soll aber auch, zumindest nach meinen Gedanken, den ich gerade habe, hier lang gedrückt werden. Und dann da runter. Können wir mal gucken, ob das was wird. Das
natürlich müssen wir den jetzt, glaube ich, noch verkabeln, denn ich denke mal nicht, dass der da durch die Luft leitet oder irgendwas. So. Das Einzige, was jetzt noch fehlt. Glaube ich, das. Was? Achso, ich habe glaube ich den falschen genommen. Das ist mir egal, ob du dich da drehst oder nicht. Nee, das ist auch die 8. So, jetzt müsste glaube ich. Der andere hat glaube ich nach unten gescannt. Also der erste, der zweite, der dritte. Funktioniert. Nicht ganz so, wie ich es haben will. Aber ich denke mal, das ist einfach ausgetauscht und dann sollte es, glaube ich, funktionieren. Der erste, der zweite, der dritte kommt. Alle weg. Wird genau aufgeteilt. Natürlich mit Verzögerung. Also man sieht, der in der Mitte schneller ist auch logisch, der geht gleich runter, die an den Seiten müssen erst einmal ihre Runden und dann... Aber vom Prinzip her, wenn alle drei da sind, wird aufgeteilt, der dritte geht nach vorne weiter, die anderen beiden gehen zur Seite. Ich hoffe mal, das war jetzt nicht so... Okay, hier sind wir mal gut abgeschnitten, hiervon ist... Haben andere mal wieder besser gemacht, ist mir auch egal. Also, es war... Ja, too hard war es eigentlich nicht. Also, es war eigentlich wieder so. Mit ein bisschen überlegen hat man es hinbekommen. War also 2 Minuten... Das ist ein bisschen blöd. Das ist ein bisschen blöd. Wir werden mal gucken. Das nächste ist hier. So, erstmal kennt er ja mein Motto, wieder rumfliegen, gucken. Irgendwas Neues haben wir ja nicht bekommen. Nee. Mal hier irgendwo was, da oben drauf. Wenn wir erst gucken, ob irgendwo was ist. Also, wir müssen schon irgendwelche Sachen zusammenschweißen. Okay. Also wie ist das hier? Hier und zwei so eine... Kommen die da auch überhaupt raus? Ja. Also dich müssen wir mit zwei von den Sachen zusammenschweißen. Also das heißt im Prinzip das, was wir gerade gemacht haben. Normal auf größerer Ebene. Na wunderbar. Also du musst auf jeden Fall... Wo ist unser Hauptmerkmal? Du musst in der Mitte. Da geht ein Strand vorbei. Da jeden Strand vorbei. Obwohl, das wäre eigentlich dämlich. Oder was heißt dämlich, wäre es ja nicht. Aber ich brauche mehr Ebenen, um das so zu machen, wie ich es gerade im Kopf habe. Da muss es nämlich... Es geht auch wieder nicht. Das kann er nicht irgendwie hier nach oben. Meine, klar, ich kann sie übereinander stapeln, aber bringt es glaube ich trotzdem nicht. Ne, da wird das in der Mitte weggeschoben. Aber vom Tempo sind sie nicht gleich. Okay. Muss ich vielleicht doch mitmachen. Du kommst da raus. Der eine muss dahin. Ich denke mal, ich werde es. Nein. So denke ich mal. Und wenn hier schon einer ist, dann soll er den nachfolgenden. Da müssen wir noch Timing ein bisschen beachten. 8. Wenn da einer ist, ich denke mal, das ist der Sensor. Dann soll er den nächsten
hier lang. Schick. Passt vom Timing her noch nicht ganz. Das heißt, gehen weiter. Machen wir mal 2. 4. 7. Nicht da, sondern da. 8. Das passt. Erstmal jetzt nur gucken, ob es vom Timing her passt. Die rechte Seite interessiert mich. Das passt. Den Block wegmachen? Nee. Ich leite das da jetzt nicht hier außen rum. Muss ich auch, glaube ich, gar nicht. Muss ich, glaube ich, gar nicht. Ich kann den doch. Kann der nicht auch irgendwie nach oben irgendwie? Nicht so den. Gab's da nicht irgendwo noch eine Drehungsfunktion? Ah, Rotate QD. Block Menu, Select Block, Undo, Redo. Add Block, Delete Block. Blöd, also die Taktik geht schon mal nicht, dass ich den hochdrücke und dann da irgendwie rüber. Hätte mir ein paar mehr Ebenen gegeben. So ist halt ein bisschen blöder. Doch nicht. Nur mal gucken, ob es passt. Dann kann das schon mal weggemacht werden. Der muss warten. Das passt, das passt. Du passt. Okay. 4. 8. 6 ist schon richtig. Sobald hier ein Block ist. Hier. Die 8 ins Spiel. Die sagt uns, hey, da ist ein Block. Nach oben nicht. Diese aktiviert dann dieses Ding. Ja, und da stehst du super. Das war gerade der beste Gedanke. Nur halt falsch umgesetzt. So. Okay, der Gedanke war blöd. Oder nicht richtig umgesetzt. Eins von beiden. Also die müssen dann auf jeden Fall zusammengeschweißt werden. Das heißt, das muss ich eh schon mal bauen. 4. Du da. Das heißt, die 3. 1. So, kann ich die alle 3? Okay, die kann ich alle 3. Drin. Blöd.
man doch irgendwo reset. Also sind wir nochmal hier. Gut, ich würde dann aber auch erstmal sagen, mach erstmal Stopp. Und im nächsten Part rätseln wir weiter. Also sehen wir uns im nächsten Part. Ich hoffe, euch hat dieser Part auch wieder gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim, was ihr mir gerade macht. Und sage ciao, bis zum nächsten Mal. Euer MC Arsch. Bye, bye.